und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist wieder unglaublich heiß, Leute, also wirklich. Ich bin mir hier einem abschwitzen, das glaubt ihr nicht. Und mein Fenster ist kaputt, das heißt, ich kann es irgendwie nicht öffnen. Aber das soll gar nicht das Thema sein heute. Heute, beziehungsweise gleich, geht auch schon mein Flieger auf Mallorca. Nach Mallorca. Auf Mallorca. Und ich habe noch nicht gepackt, wie man es auch nicht hätte anders erwarten können von mir. Aber, sorry Leute, ich sehe auch voll tot aus und dieser Pickel sticht so raus irgendwie. Aber egal. Auf jeden Fall wollte ich jetzt mit euch zusammenpacken. Ich habe mir schon meine Sachen rausgelegt. Die werde ich euch dann zeigen und hier links in den Koffer tun. Ich muss sagen, ich glaube, ich nehme viel zu viel mit und viel zu viele Abendsachen, als ich eigentlich benötige. Ich habe nicht so viele Sachen für den Alltag, aber für tagsüber. Aber Sarah, wenn du das Video siehst, ich benutze einfach deine Sachen wie immer. Wollen wir auch gar nicht so viel labern, fangen wir doch einfach mal an. Ich nehme jetzt einfach random irgendwelche Sachen. Das ist die erste Sache. Moment. Dieses T-Shirt hier, das ist von Brandy Melville und das habe ich in der Größe. Das ist One Size. Ich liebe das. Ich liebe es wirklich. Es ist richtig, richtig schön angezogen. Ihr werdet es bestimmt auf meinen Snaps oder Instagram sehen. Falls ihr mir da noch nicht folgt, tut das, weil da werdet ihr all die Klamotten angezogen sehen. Jetzt packe ich sie ja nur. Das soll ich so falten. Wir jetzt mal schön das T-Shirt. Weiter geht es dann auch mit einer Jeans-Short. Das ist diese hier. Die habe ich damals von Shein geholt. Hier steht keine Größe drin, aber ich denke mal XS. Ja, die habe ich schon locker 2 Jahre. Aber sie passt mir immer noch. Hey! Dann haben wir noch eine Jeans. Die ist aber, das ist so eine Dreiviertel-Jeans. Sieht eigentlich ganz cool aus. Wenn man die jetzt so denkt, denkt man sich so, oh shit, was soll das werden? Aber glaubt mir, angezogen sieht das ganz cool aus. Nur es ist ein bisschen ungewohnt, das zu tragen, deswegen habe ich das auch noch nie in Deutschland angehabt. Aber ich hoffe, ich werde es im Urlaub anziehen können. Ich wollte mir eigentlich heute noch einen Ventilator kaufen und dann dachte ich mir, Jasmin, wie unnötig bist du? Weil ich ja sowieso gleich fliege und wer weiß, wie das Wetter danach in Deutschland sein wird. Weiter geht's mit dem Top hier. Ah ja, die Hose war übrigens von Jumeirah. Weiter geht's mit dem Top hier, auch von Jumeirah. Boah, ich muss niesen. Was ich gerade in weiß auch anhabe. Das ist ziemlich, ziemlich kurz. Also das ähnelt einem Sport-BH. Aber mit so einer High-Waist-Hose sieht das richtig... Boah, ich muss schon wieder lesen. Also mit einer High-Waist-Hose sehen die ziemlich, ziemlich cool aus. Und ja, ich liebe diese Top. Es ist so heiß. Habt ihr schon das neue Lied von Justin Bieber gehört? Das ist so geil. Weiter geht's mit diesem Kleid hier. Das sieht ehrlich gesagt gar nicht mehr so weiß aus, wie es ist. wie es mal war, nicht wie es ist. Das kennt ihr bestimmt auch schon, wenn ihr mich verfolgt. Das habe ich auch in rosa, was ich euch gleich auch zeigen werde. Ist von Jumeirah Store in der Größe One Size. Ich liebe diese Kleider so sehr, wirklich. Das ist mein Lieblingskleid eigentlich. Es macht eine schöne Figur. Und ist sehr, sehr gemütlich. Allerdings sehr kurz, weswegen ich es nicht so oft anziehe. Aber im Urlaub juckt das ja niemanden, ne? Leute, wenn ich nicht sage, woher es ist, ist es von Jumeirah. Ich habe jetzt wirklich keine Lust, bei jedem Teil zu sagen, das ist von Jumeirah, weil alles ist eigentlich von Jumeirah. Also, falls ich es nicht sage, es ist von da. Wie das Kleid hier, was ihr bestimmt auch kennt. Das sieht unten genauso aus wie hier oben. Und ist auch richtig, richtig schön. Ist auch One Size. Und ja, richtig sommerlich mit diesem Ding hier vorne. Ich weiß nicht, wie man das hier nennt. Aber ich liebe diese Kleider. Es ist ein bisschen länger. Und ja, das kommt auch mit. Das gleiche habe ich in Rot. Das Rot ist so wunderschön, Leute. Und ja, habt ihr wahrscheinlich schon auf Insta gesehen. Nehme ich auch mit. Dann kommen wir mal zum Teil, was ich am Tag anziehen würde. Und zwar einfach so ein T-Shirt, wo Fake Love draufsteht. Das ist von Snipes. Und ja, das würde ich einfach so anziehen, ohne Hose, wenn ich am Strand oder so bin. Ja.
Dann kommen wir noch zu einem Shirt, was ich tagsüber anziehen würde. Und zwar dieses Adidas-Shirt. Das ist richtig, richtig cool. Also ich liebe das. Das hatte ich auch mal in einem Video an. Das ist von Urban Outfitter. Und ja. Die nächste Sache ist so diese schwarze Radlerhose. Die habe ich auch in Grau, wie halt das Oberteil. Nee, nicht das, das andere. Allerdings finde ich diese nicht mehr. Ich weiß nicht, wo sie sich versteckt hat in meinem Zimmer. Aber hier verschwinden sowieso immer einige Sachen. Was sehr, sehr komisch ist, aber okay. Und die sind mega gemütlich. Also wirklich, ich liebe es, die anzuziehen. Aber halt nur mit langen T-Shirts, weil sonst fühle ich mich ziemlich unwohl. Nochmal so ein Alltag-T-Shirt. Das ist einfach so ein Basic-T-Shirt mit V-Ausschnitt und das ist ziemlich lang. Also das kann man ganz einfach ohne Hose anziehen. Also so ein T-Shirt-Kleid. Kommen wir zu diesem Oberteil hier. Das ist auch einer meiner Lieblingsoberteile. Das habe ich auch in Rot. Nehme ich auch mit, finde ich aber gerade irgendwie nicht. Auf jeden Fall liebe ich das mit so einer Jeans-Short oder so. Kann man das richtig, richtig schön anziehen. Dann habe ich auch das Kleid dazu. Also das hatte ich auch bei meinem Meet and Greet an. Das ist auch mega schön für abends halt zum Rausgehen. Das ist auch nicht so lang. Dann das Kleid, was ich euch schon in Rot und in Weiß gezeigt habe. Auch in Schwarz, kommt auch mit dazu. Kommen wir zu meinem Lieblingsteil und das ist dieses Lederkleid. Ich habe das schon auf Insta gezeigt, aber nur in der Story. Das ist so schön, Leute. Ihr müsst es auf jeden Fall angezogen sehen. Auch vom Jumeirah Store und ich habe mich direkt verliebt. Also es ist so wunderschön. Ich freue mich richtig, es anziehen zu dürfen. Auch wenn es ein bisschen warm wird. I don't care. Dann kommen wir zu einem Strandkleid. Und zwar ist es das hier. Es ist das hier, auch vom Jumeirah Store. Und das ist halt so ein bisschen durchsichtiger Stoff. Deswegen ziehe ich das nur am Strand an. Mit einem Bikini drunter oder so geht das voll klar. Dann kommen wir zu einem ganz normalen Basic-Top. Mehr oder weniger. Und zwar dem hier. Das ist von Urban Outfitter. Und ist in der Größe S. Ich liebe das Top. Das trage ich lieber mit einem trägerlosen BH, weil es dann einfach schöner aussieht wegen den Trägern, die hier sind. Aber ja. Leute, auf dieses Kleid bin ich auch so gespannt. Das ist auch von Jumeirah Store. Ich kann es euch jetzt wirklich nicht ganz zeigen, weil es riesig ist. Ich zeige euch einen kleinen Ausschnitt davon. Das ist wirklich ein Prinzessinnenkleid. Aber so wunderschön und es wird hoffentlich ein schönes Bild damit entstehen. Ich bin richtig gespannt, es anziehen zu können, wenn ich braun bin. Und ja, ihr merkt, ich habe voll viel dabei, ne? Wie soll ich das bitte alles anziehen? Dann habe ich noch zwei Buddies. Einmal einen ganz normalen weißen Buddy, auch von Jumeirah Store. Und einen Buddy, den ich bei meinem letzten Video anhatte, wo so viele gefragt haben, woher der ist. Der ist von Jumeirah Store und der hat halt so Diamanten-Look an den Ärmeln. Ja, beziehungsweise an den Trägern. Dann hier noch ein normales orangenes T-Shirt. Ich liebe orange, wenn man braun ist. Wenn man gerade weiß ist, wie ich. Liebe ich es nicht so, aber wenn man braun ist, dann kann man es tragen. Nein, Spaß ist ja dem selber überlassen, aber ich trage halt gerne orange, wenn ich so richtig braun gebrannt bin. Das ist auch für tagsüber. Und ja, dann kommen wir jetzt schon zu meinen Bikinis. Die habe ich euch eigentlich auch auf der Insta-Story gezeigt, aber ich zeige sie jetzt euch einfach nochmal. Einmal den hier von H&M. Das ist das Oberteil und das passende Unterteil dazu. Richtig, richtig schön. Ich liebe die Farbe und ich liebe dieses Samtmaterial. Dann habe ich noch einen weißen von Calzedonia, aber nur halt das Unterteil davon. Das Oberteil, was ich dazu anziehe, ist von ASOS. Das ist eigentlich so gleich wie das von H&M, aber in einem anderen Stoff. Das ist das hier. Auch mega schön und sehr, sehr gemütlich. Dann ein Unterteil von H&M in Gelb. Ich liebe Gelb über alles. Gelb ist richtig meine Lieblingsfarbe. Und dann noch ein Unterteil von H&M. Zum Sonnen benutze ich das Garnier Ambre Solar Bräunungsöl. Das hatte ich auch letztes Jahr im Urlaub, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Deswegen nehme ich das wieder mit. Und zum Schutz benutze ich das hier. Auch von Garnier UV Water Transparente Sonnenschutzspray. Unsichtbar auf der Haut, seidegleich, erfrischend, feuchtigkeitsspendend. Weil so viele davon geschwärmt haben, habe ich es mir einfach auch geholt.
und bin richtig gespannt. Ich werde euch meine Meinung auf jeden Fall dazu sagen. Dann nehme ich noch eine Tasche mit. Und zwar ist das so eine Bauchtasche von Jumeirah in diesem schönen Samtmaterial. Und das Rot ist auch mega, mega schön. Die kommt auch mit. Und da ich so ein Schlappenfreak bin, nehme ich keine Sneaker mit, sondern halt eben nur Schlappen. Das sind meine Schlappen für den Strand und für den Pool und sowas. Die sind von Fila. Und einmal die hier, die silbernen, die sind von Jumeirah Store. Und die habe ich auch nochmal in Schwarz. Die werde ich auch mitnehmen. Und ja, das war's eigentlich schon mit den Sachen, die ich mitnehme. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, ihr werdet alle Klamotten bestimmt auf Instagram zu sehen bekommen. Folgt mir da gerne. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, ein Abonnent von meinem Kanal zu werden und die Glocke auf jeden Fall zu aktivieren. Denn es werden sehr, sehr, sehr wahrscheinlich Daily Vlogs kommen. Ich weiß es noch nicht zu 100%, aber es werden auf jeden Fall Vlogs kommen. Und damit ihr immer am Start seid, aktiviert die Glocke. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Adieu.